Es sind Glibber und das Geschenk. Geschenk und Glibber. Showdown-Spaß mit Geschenk und Glibber. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Geschenk und Glibber mit dem Benny. Und dem Geschenk. Hallo Leute, heute sind wir hier im wunderbaren Jujutier wieder am Start und wollen uns endlich in den Top 500 arbeiten. Möglicherweise hatten wir davor eine Aufnahme, über die wir nicht reden wollen. wir haben gegen Konfikanto tatsächlich auf der Ladder gespielt und er hatte ein ziemlich fettes Team und wir hatten ein bisschen Pech und dadurch konnten wir den Kampf dann nicht gewinnen und das wäre ja auch nicht schön anzusehen gewesen, weil es war irgendwie 15 Minuten Stall und wir wollten euch das nicht unbedingt zeigen. Also, ihr könnt jetzt bei Konfi in die Kommentare schreiben, du bist ein ekliger Staller und hast Present daran gehindert, nicht. In die los, eine kleine Armee. Alter, das ist ein Turbus, Jungs. Einfach wir Offense mit hat er. Rhyperia leaden. Rhyperia ist cool, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Rhyperia, let's go. Oh, Starmie ist schon wieder so eklig. Also wir müssen auf jeden Fall Altaria früh mega, ne? Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist natürlich, dass Azelf natürlich auch ein bisschen nervt. Boah, Altaria ist so stark gegen den, wir können auch mit dem leaden. Meinst du? Ja, guck mal, was der mit dem macht, ey. Ja, doch, hast recht. Und die frühe Mega ist gut. Boah, das haben wir alles predicted, ey. Boah, also einfach gereedet. Hoffen wir denn nicht, dass der Specs Flash Cannon ist. Das wäre nervig. Wird ja nicht sein, alles safe. Alter, mega Return, das wird erstmal voll auf die Fresse bekommen. Bam! Ich merke gerade, wir haben die Namen vom letzten Mal, das ist egal. Wir hatten eigentlich ein neues Naming-Theme, aber das war auf einem anderen Team. Das ist okay. So, wollen wir hier roosten, falls ich einmal Explosion drückt? Nee, ne, macht er nicht. Nee. Oder? Nee, Quatsch, wir killen Return. Ihn jetzt einfach. Wir killen den. Ja. Ich sag's doch, Alter. Mann, Roost! Das wär's gewesen. Ich hab den gereedet. Fand ich nicht. Und wir können ja uns das. Nein. Roost war nicht unser Play. Ja. Gebe ich dir total recht. Aber ich hab den Gegner trotzdem gereedet, weil ich einfach wusste, der wird Explosionen einsetzen. Hab's einfach gedacht. Du bist schon heftig, Alter. Du hast es drauf. Ja. Wollen wir in Latias gehen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben Latias ist nicht der Play. Ja, das ist die Sache. Wir gehen Magneton. Da finde ich das echt gut. Oder dem Psyshock. Komm schon, kein Freeze! Ich möchte nochmal sagen, wie hat der ein Crit Ice Beam unser Magneton damals gekillt? Ich weiß es nicht. So, wollen wir hier einfach Flash Cannon drücken? Weil okay, ich denke, der macht zwei Moves, ja. Der macht zwei Moves. Entweder geht er auf Crook oder geht Magneton. Für einen Water Move, okay? Ja, oder den. Das heißt, wir gehen jetzt auf Amoongus. Da sehe ich uns. Ja. Da sehe ich wenn uns. Wenn er jetzt Hydro drückt, okay. Dann können wir halt nochmal in Magneton gehen. Und wir machen jetzt was? Jetzt können, weil er hier ja. Na, jetzt können wir. Guck mal, jetzt kriegen wir einen Safe Switch in Altaria und können ihn wieder hochheilen. Wenn er uns angreift. Wir ja, spawnen hast einfach. Recht. Wir spawnen einfach. Finde ich ziemlich Alter, gut tatsächlich. Ich den sogar. Weg, Play, Alter. Alter, du bist einfach ein Profi. Und jetzt können wir einfach auf HP Fire gehen. Nee, ich würde Giga Drain. Meinst du? Warte, was soll denn da rein? Keine Ahnung, mach HP Fire. mach den weg da. Alter, geht in Starmie, weil der Junge ist. Der Junge ist ja komplett am Rippen. Jetzt können wir Giga Drain, weil ich glaube, wir leben jeden Hit. Ja, denke ich halt auch. Und wir können dann in Magneton. Stimmt, wir haben einen Eject-Button, ja, stimmt. Hättest du doch gut? Ja, hast recht, wir können in Magneton gehen und wollen. Ja, wobei wieder. Ich habe auch überlegt, ob wir in Ladi gehen, weil dann hätten wir einen Safe-Kill bekommen. Joa, was hat denn da vorne reingeswitcht? Magneton, ne? Jo, hat er. Wollen wir den Volt wechseln? Ne, er hat letztes Mal Krug reingewächst. Ja, wir wollten wechseln diesmal. Er gibt ja einen Krug, okay. Ripperino. Okay, was macht Ripperino. Der EQ oder? Okay, der pursuitet halt safe, ne? Ja, ist egal, wir gehen einfach in eine Moongus, oder? Ja, dann sehen wir, in welchen Move er sich lockt und dann können wir entsprechend handeln. Oh, Knockoff. Perfekt, ja. Bah. Nix und machen. Wir Giga Drain diesmal safe. Diesmal machen wir den Giga Drain Play. Wieso haben wir HP Fire gedrückt? Das war so dumm. Das war mein Gedanke. Das war doof von mir. Giga Drain wäre einfach besser gewesen. Er geht in Aero, ist okay. Weißt du, was ich cool finde? In letzter Zeit sehe ich sehr wenig Aero mit Flying Step. Also wir könnten drin bleiben, aber ich finde Nougat Bits einfach zehnmal besser. Ja, ich wollte sagen, wir gehen einfach in Nougat Bits, weil der macht halt nichts dagegen. Homeclaws. Und Homeclaws ist ja gut. Ach also nee, der hat Aquatail, oder? Ja, ich würde sagen, wenn Aquatail hat, haben wir ein kleines Problem. Aber Wien auf jeden Fall Rock Blast. Das ist unser Play. Holy shit, ja. Nein. Ah, der hat Aquatail. Das ist super gefährlich. Unfassbar. Okay, mein Gegner outspeedet den nicht. Ja, richtig. Was machen wir jetzt? Der outspeedet den nicht. Was machen wir jetzt? Ich glaube, Lati Lippenhit. Glaubst du? Weiß ich nicht. Warte mal. Latias. Ich glaube, Reuniclus wird auf jeden Fall einen Hit überleben. Aber dann haben wir sonst ein kleines Problem.
wir müssen hoffen, dass er keine Aeroas hat vielleicht und irgendwie mit Among Us was machen, aber der macht halt nicht also genug Sonic Schaden. Sonic macht halt mehr als Aeroas gegen Latin. Ja, stimmt. Gegen Among Us. Ah, gegen Among Us aber nicht. Alter, warum ist der so powerful? Ey, das ist ja richtig schlimm. Was machen wir hier? Warte mal. Wie viel kriegen wir bei Magneto und Scarf? Nicht genug, ne? Nicht genug, nee, das kannst du vergessen. Den Adamant? Den spielt man Jolly, scheiße. Ja, Tank Latias ist ein Hit. Ist ein Roll. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Reliclis und danach in Lati, oder? Oh Mann, jetzt müssen wir alles sacken, das ist so traurig. Ist halt echt traurig, aber machst du nichts, ne? Machen wir das so? Ja. Oh Mann, das ist gerade richtig doof. Komm, Stone Edge Mist, let's go. Wir gehen auf Psyshock. Okay, er hat eine Stone Edge getroffen. Jetzt können wir noch drauf hoffen, dass er sie einmal misst. Wobei, Accuracy messen. Plus 1, ja, wegen doof. Ach Mann, vielleicht eine Min-Roll oder so? Ach Mann. Okay. Was ist jetzt der Play, Latias? Oder Tank Immung ist ein Hit? Damn, hätten wir Maltaria wieder hochgehalten, aber es ja. Könnte man nichts machen. Latias, sagst du? Ja, das war einfach ein schlechtes Matchup, da konnten wir nichts machen. Ja, warte, vielleicht haben wir noch die Chance. Komm schon. Ja, Lati, wenn wir die Roll bekommen. Ach Mann. Die bekommen sie okay. Nicht. Okay, Immungus, der tankt das jetzt. Alles safe, Jungs. Giga Drain. Wie sind wir nicht vorher in Immungus gegangen, Alter? Weil wir nicht wussten, dass der keinen Wing Attack hat. Okay. Jetzt ist natürlich die Sache. Kann vielleicht Altaria. Wir gehen auf jeden Fall auf Magneton. Da sehe ich uns. Ich glaube, Altaria kann das noch gewinnen. Könnte echt sein. So, jetzt müssen wir hier richtig spielen. Den müssen wir sacken. Wir sacken den. Wir. Lass uns auf Flash Cannon gehen. Ich würde sagen, nee, wir gehen auf Donnerblitz, wenn dann Crocodile reinkommt, drücken wir weiter Donnerblitz und dann gehen wir in Altaria und gewinnen. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich gewinnen, aber. Ich glaube nicht, dass Ice Beam mehr als 50% macht. Ja, aber er hat noch Magneton, ne? So, jetzt müssen wir roosten. Der ja, schläft aber, ist noch nicht einmal aufgewacht. Stimmt, hast also, recht, hast recht. So, er geht in Starmie, das ist ganz gut. Okay, wir gehen auf Return. Genau, wir müssen jetzt hoffen, dass der... Wobei, er ist Live-Orb, wollen wir roosten? Warte mal, ich kalk mal, wie viel das macht. Altaria Mega. Welches Mega-Teil sind wir überhaupt? Was sind der Füße-Defensives, also es kann sogar sein, dass wir es leben. Ja, 248 HP und 44 Split-F. Okay, Ice Beam macht 55 bis 65. Auch bei unserem Set? Ja, und ich glaube, das ist eine ganz gute Roll für uns. Also, wir hoffen, also dass 55 macht. Dann. Nee, ich würde sagen, wir return, damit wir dann in das Pokémon, was danach reinkommt, auf jeden Fall leben. Stimmt, hast recht. Da haben sie recht, Mann. Okay, return, let's go. Hoffen wir, dass das jetzt genug ist. Also, ich hoffe nicht, dass. Wie viel hat EQ gemacht? 33. Ich glaube, das ist sogar sehr gut gerade. Je nachdem, Gandiras ist doch vielleicht ein kleines Problem. Ja, Gandiras ist noch ein bisschen doof. Das ist so ein bisschen nervig. Ich meine, wir haben natürlich Immungus, aber wir machen mit Immungus gar nichts gegen Grandiras. Clear Smoke. Ah, das wird gerade noch spannend. Das wird noch sehr, sehr spannend. Mhm. Ey, schon, wir roosten. Okay, das ist, glaube ich, ein Choking Play seinerseits. Weil wir müssen Ruhrort drücken. Ja, danach können wir halt Immungus reinholen. Sicher? Weil das Problem ist ja jetzt, wenn er jetzt hier aufwacht, geht auf Flash Cannon, killt Fruit Loops mit einem Two-Hit, dann gehen wir in Megaltaria und verlieren auch. Dann meinst du, wir sollen jetzt auf die Sleep-Turns hoffen? Ja, und jetzt auf Flammenwurf gehen. Okay. Okay, er schläft schon einmal, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt ist halt die Frage. Fruit Loops, ja oder nein? Wie viel macht Flash... Ah. Nee, also der ist auf jeden Fall Scarf und wir sollten... Warte mal, ich kalk. Also hier kalk, der ist es. Wie viel macht Flash Cannon? Flash Cannon macht ja. 64 bis 76, also wir leben das. Da haben wir trotzdem ein Problem. Weil Krugodile uns killt mit Erdbeben. Das heißt, wir müssen auch hoffen, dass er noch einen Sleep-Turn bekommt, ne? Ja, aber das wird er nicht. Flammenwurf. Oh mein Gott! Wombo Combo! Yes! Yes! Get fucking wrecked, du Noob! Okay, warte, Return. Ja. Kein, nicht choken. Jetzt dürfen wir nicht mehr choken. Ja. Yeah. Okay, Return, let's go. Jetzt Ruhrorden wir. Ja. Safe Call. Wir choken hier nicht. Ach, Mann! Okay, nochmal Ruheort, ja, ne? Wir können jetzt auch nochmal auf Immungus gehen, den Zacken, damit wir den Attack Drop nicht haben, weil ich weiß nicht, ob das... Nee. Okay. Puh. Nee,
Das ist egal, weil Grandiras machen wir so oder so fertig. Ja, wobei, ja, wäre wahrscheinlich doch trotzdem Alter. Safe gewesen. Alter, und das war richtig Klauser, viele Punkte. Ey, können wir irgendwas im Team ändern, damit wir das... Oh, Mann, echt. Das war gerade super, super wichtig, Leute. Wir sind jetzt bei 1491 Punkten von 1468 hochgekommen. Alter, waren das wichtige Punkte, Mann. Ja, und ich nächstes Mal... Ich versuche jetzt mal ein Set herauszufinden, damit unser Rhyperia gegen Aerodactyl dasteht. Okay. Wir könnten sowas wie Paschebeere mitnehmen. Also ich finde, Paschebeere wäre eine gute Idee, um ehrlich zu sein. Da haben wir auch was gegen Starmie und kriegen ein bisschen Chip-Damage. Ja, okay, machen wir. Wir machen das mal. Wir testen das mal aus. Die Paschebeere. Ich glaube, wir hätten einfach generell ein bisschen schlauer spielen können gegen Aero. Aber ist okay. Dann, let's go. Mal gucken, wie wir uns im nächsten Match schlagen können. Ob wir es vielleicht in die Top 500 schaffen, das wäre schon nice. Die Sache ist, was hätten wir gegen Aerodactyl machen sollen? Wir haben halt nichts, was schneller ist und... Wir hätten halt Altaria. Das war halt wirklich der Punkt, ja. Außer er hat halt Eisfänger. KP halten müssen. Ja, das stimmt, Dom. Ich glaube, das war's nämlich. Ich glaube, der hatte Eisfänger am Ende. Ja, und wir haben ja auch darüber geredet, dass er wahrscheinlich keine Flying Coverage hat, beziehungsweise meintest du ja... Na, das sehe ich immer seltener, ja. Und vielleicht hätten wir dann einfach Muges vor Latias reinwechseln sollen. Dann hätten wir noch Latias gehabt und hätten dann noch bessere Optionen gehabt. Mhm. Wir können auch überlegen, ob wir Focus Blast spielen oder auf Reuniclus. Ja, ich weiß es halt nicht. Focus Blast ist immer so ein Gamble in der Theorie und Energy Ball. Ich verstehe schon auf jeden Fall den Sinn dahinter. Gegen Tune und so weiter, das ist auch ganz cool gegen unser Team. Ja, die Energy Ball, das trifft halt für unser genau Team. Das Gleiche, was halt Focus Blast trifft, nur ein bisschen schwächer, aber sicherer, ne? Ja, das ist halt die Sache. Ja. Aber ich würde sagen, hier gibt es einen Schnitt, bis wir einen Gegner gefunden haben. Bis gleich. Yeah. So, weiter geht's. Gegner gefunden und... Oh, okay. Das Team kommt mir irgendwie bekannt vor. Alter, ich sehe Reuniclus richtig nice. Reuniclus auch. Ja. Schau dir mal Reuniclus an, Alter. Yo, der ist auch richtig gut. Boah, Lati droppen Draco immer wieder. Und Psyshocks. Ja. Holy shit. Ich wäre tatsächlich für einen Reuniclus-Lead. Ich wäre tatsächlich für einen... Ja, das nimmt's eigentlich nicht. Ich habe halt über Altaria nachgedacht. Da hätten wir aber auch direkt einen Switch in den... Nape wieder. Also ich finde halt Altarian mit dem Team als Lead immer gut, weil dann... Aber Uniclus kann ja auch gegen Nape ohne Probleme dastehen. Ja, außer er ist banned. Ja, aber banned U-Turn, ja, ist okay. Wir gehen Altaria, finde ich okay. Altaria ist, finde ich, sehr gut. Weil ich dachte halt, wenn er mit Pearl leadet, dann ist es halt nochmal ein bisschen schöner, weil er uns nicht toxicen kann und so. Wir können auch noch, müssen auch noch nicht in die Mega gehen. Wir können auch erstmal nochmal auswechseln. Hast recht, eigentlich. Einfach, ich wäre direkt eigentlich für Uniclus, oder? Ja, finde ich auch. Und wir drücken einfach mal Safe Energy Ball. Ja, geht das ja, der wird jetzt die Rocks legen. Der wird die Rocks legen, auf jeden Fall. Oder Ron. Und wenn wir hier mit Energy Ball Per treffen, Alter, der Junge droppt einfach in die nächste Dimension. Das wird er nicht kommen sehen. Das wird er nicht sehen. Nein! Ist okay. Das scoutet er einfach so ein. Über Crit und Spedef Drop, Alter. Lass einfach mal recovern. Und zu scouten, was er sich lockt. Ja, finde ich eigentlich ziemlich gut. Er macht uns halt nicht so viel. Voltwechsel, er passt. Boah, das ist aber, Specs. Ich wollte sagen, es ist Specs, Alter. Der macht echt viel Schaden. Spexingtons, Alter. Aerodactyl, okay. Wir hatten schon ein Problem mit dem Ding. Wir haben unser Rhyperia. Ich wollte sagen, wir können diesmal einfach in Rhyperia gehen. Moment, wieso hat er keine Paschoberry? Okay, alles gut. Aber hat er nicht? Er hat keine Paschoberry. Nee, ich habe Paschoberry eingestellt, dachte ich. Aber ja. Fidji. Da hast du es wahrscheinlich gemacht, während der Kampf gesucht wurde. Okay, dann machen wir folgendes. Wir gehen auf, wir können jetzt eigentlich in Altaria gehen, weil weder Wing Attack... Ich wäre trotzdem eigentlich für Rock Blast, oder? Weil ich sehe jetzt hier nicht unbedingt, dass er auf Aqua Tail geht. Wenn er, also, du siehst es nicht, weil du denkst, dass er es nicht hat. Aber hat er es, dann würde er es machen. Ah, also was meinst du, wäre der beste Play? Also, ich finde Altaria cool, weil er weder Stonehenge noch Wing Attack drückt. Boah, ja, ist okay. Hast recht. Oh. Primarene ist okay. Ja, müssen wir rauswechseln wieder. Ja, ich find's cool, dass Footloops wieder nicht so wichtig ist mit seinem Eject-Button. Also, wir können da auf jeden Fall reingehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Amoongus, let's go. Das ist nichts. Und dann gehen wir. Das ist nichts Wechsel damit. In Magneton und drücken Voltwechsel. Andererseits, Voltwechsel gegen das Team. Also ich würde sagen, wir gehen Magneton und gleich wieder raus in Amoongus und entweder kommt da jetzt ein Moonblast nochmal rein oder halt ein Watermove oder sein Swampert. Ja, doch, da sehe ich uns, auf jeden Fall. Und wir können jetzt hier eigentlich spawnen, oder? Genau, sehe ich auch so. Ich find's auch crazy, dass der einfach mit dem Energy Ball gerechnet hat. Das ist so ein richtiger Arschloch-Move.
Ist okay, Mann. Ist einer, ayo, eingeschläfert. Das ist gut. Cornflakes. Wollen wir hier in Rhyperia gehen und erstmal Rocks rausbekommen? Present. I see you're a man of culture as well. Ja. Wollen wir das machen? Ja, let's go. Lass mal machen. Weil da sie. Ah, da geht eine Primarine. Der hat uns einfach gereadet. Damn. Aber ist okay. Wir gehen jetzt hier in. Also, der doubled halt sehr viel auf unseren Rhyperia, ne? Der will die Rocks nicht haben. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch kein Specs, oder? Das macht zu wenig. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Er hat auch Specs, Magneton. Ich glaube nicht, dass er noch Specs Primarine hat. Wir können eigentlich Gigasauger drücken. Warte, oder? Der wenn er jetzt gechoiced ist, geht er auf jeden Fall nochmal für einen Water Move. Der geht jetzt entweder auf Lati oder auf Nave. Also lass uns Altaria gehen. Alter, finde ich gut. Der Junge weiß Bescheid. Moment, er hätte Ice Beam auch drücken können. Das war eigentlich kein Play. Ich hätte nicht gedacht, dass der nicht choiced ist. Aber scheinbar ist er sowas wie AV oder so. Nee, er wird auf jeden Fall, er wird nicht choice sein. Vom Schaden her kann ich mir das auch nicht vorstellen. Okay, dann gehen wir halt nochmal in Magneton. Und ich glaube, er ist AV und er weiß, dass er einen Hit lebt, ja? Also, ja. Volt Switch ist hier eigentlich safe, finde ich. Wir Volt wechseln diesmal. Ja. Und wir können auf jeden Fall in Perth was reinwechseln, so ist es nicht. Ja. Damn. Er geht auch in Perth rein. Macht okay. Nicht. Ja, okay, er hat auch keinen Grund, das nicht zu tun, ne? Das stimmt schon. Das stimmt. Wollen wir einfach mal in Latias gehen und in Draco droppen? Können wir? Ja, stimmt eigentlich. Dann fangen wir langsam mal an, was zu breaken. Ja, ich wollte gerade sagen, endlich mal ein bisschen Pressure aufbauen, was wir bisher gar nicht haben. Ich habe auch überlegt, ob wir Realness gehen und direkt versuchen zu kamen, aber es ist viel zu früh, ne? Viel zu früh. Ja. Psyshock wäre auch noch Psyshock finde ich besser. Und der bleibt drin. Tatsächlich drin. Okay. Jetzt sieht er, dass er nicht drin bleiben kann. Ich glaube, wir drücken weiter Psyshock, oder? Wobei! Ich wäre auch dafür. Er hat halt Primarine. Er hat halt gesehen, dass wir Psyshock, okay? Also ich glaube nicht, dass er jetzt in Primarina gehen wird. Oder? Ich wäre trotzdem für Psyshock eigentlich. Ist safer, weil Draco, ne? Dann kriegen sowieso wir nicht. Das Swamp wird safer raus, ja. Ey, was? Damn, was ist los mit dem? Alter, der hat einfach. Wait, warte keine mal, ich glaube, das ist Bulky Lati. Das ist, glaube ich, Bulky Lati. Lefties? Ja, also, dass der auch. Aber noch Draco wird dann sowieso nicht killen, ne? Wird dann Draco killen? Warte mal, was? Ja, doch, wir sind live auf. Lefties kam als erstes und dann unsere Poison. Also, Psyshock hat 18% gemacht. Ja, ich meine, mein Gedankengang ist gerade, da ja Lefties als erstes getriggert sind und dann unsere Toxic, heißt das, dass der schneller ist? Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht. Das ist doch irgendwie so eine bestimmte Reihenfolge, ne? Ja, erstmal kommt Lefties, dann kommt Toxic. Ja. Sonst würdest du an Toxic sterben und die Lefties aktivieren sich nicht mehr. Beziehungsweise okay. Auch beim Burn. Du bekommst erst die Heilung und dann kommt der Status. Also gegen Max HP macht der Psyshock 22 bis 26. Ja, dann ist der Fistep, dann können wir einfach Dragon. Ja. Tschüss, Lati. Ja, tschüss, Latias. GG, well played. Fistep, Lati, ey. Das ist ja so wie auf dem CBP damals. Oh. Sorry. Good old times, man. Ja. So, jetzt ist halt die Sache. Er kann in seinen Nape. Oh, okay, den Aero. Will einen Sleep Turn verbraten anscheinend. Nehmen wir uns einfach den. Nee, wir gehen auf. Gehen wir auf Psyshock? Oder? Nein, wieso? Wir sind bei minus 2, bekommen Toxic-Schaden, sterben. Ach, wow. Bringt uns das irgendwas? Naja, also ich glaube, dass der Primarina wieder geht. Ich wäre. Ich finde Nougat wird schon gut. Ich finde ihn schon gut. Ich wäre eigentlich für Altaria mega und dann Roosten. Aber dann geht halt wieder in Primarina und dann ist. Ja, aber wir sind bei vollen KP schon mal und haben Altaria dann schon mal wieder. Mega Altaria. Meinst du, der bleibt in der. Der bleibt jetzt drin und geht nicht auf. Ich glaube, er will einen Sleep Turn verbraten. Sonst wäre hier nicht reingewechselt. Also ich würde persönlich. Also ich würde persönlich in Immungis gehen, weil es sein Primarina Double auffällt. Ja, ist okay. Ja, dann machen wir den. Ah, geht tatsächlich in Primarina. Ah, okay. Der Junge, der Benny ist ein Profi. Sweet. Und siehst du, jetzt hat auch nicht mehr so viele Immungis Switch. Richtig. Jetzt können wir auf die Gigasauger eigentlich gehen. Ja, ich weiß. Ich nehme den Chip damit. Wir nehmen den Chip damit mit. Der ist auf jeden Fall AV, so wie er spielt. Okay, geht in Nape. Bekommt ein bisschen Chip. Oh, der wird doch sicher U-Turn, oder? So, ja, wird er sehr safe. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist halt die Frage. Wollen wir Latias stacken? Ah, aber Latias ist halt auch echt gut, um ein Loch in das Team reinzuhauen. Ich wäre gerade noch nicht dafür, dass wir Latias stacken. Okay. Dann Reuniclus, oder? Weil, entweder. Okay. Ich bin eigentlich tatsächlich für Rhyperia. Ja, ich würde gerade sagen, Rhyperia finde ich tatsächlich auch ein bisschen besser. Weil der wird halt nicht für ein Close Combat gehen. Wir haben so viele Firing Resistances, ja. Ja. Das hätte ich nicht gesehen. Jetzt darf er gerne wieder in Primarine gehen. Ah, die Rocks wären so nice, ne? Aber können wir nicht rausbekommen. Nee, das ist einfach unmöglich gerade. Irgendwas ist hier nicht ganz schön. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Kann Reuniclus nicht eigentlich ohne Probleme reinwechseln in das Ding? Der ist kein Specs, ne?
Ja, Tank der zwei Hedros ist die Frage. Wenn ich mir das so anschaue, vor allem wie viel einfach Immunis genommen hat, ich denke schon. Ich guck mal. Denkst du, wollen wir es nicht über kalken, wollte ich gerade sagen? Lieber auf Nummer sicher. Keine Sorge, ich bin schon dabei. Weil. Ich weiß nicht, weil wenn wir hier in Realclis reingehen könnten, dann ist das halt ganz eine ganz gute Option, um auf Core Mind zu gehen. Weil sein Aero schläft. Auf seinen Nape können wir immer dingsen, hier hoch und hoch heilen. Okay, also Realclis könnte getoastet werden, also lass das nicht riskieren. Wir gehen einfach in Moongis und dann in Honeyweed. Ja, okay. Dann machen wir das so, direkt auf Psychic. Oh, das ist nicht natürlich so geil. Bisschen nervig. Lass uns jetzt auf Rune gehen. Safe Call? Ja. Ich hab ne Idee. Wir gehen jetzt auf Core Mind. Ja. Okay, also ich möchte dir nochmal die Damage Roll sagen, ja. Damit du Bescheid weißt. Also der. Die Roll ist wie hoch? 47 für 56. Ja, egal, Core Mind, let's go. Das ist halt jetzt richtig der Play, weil. Er hat auch noch kein Siebtern gebraten, also wir können jetzt Psyshocken. Jo. Wird langsam Zeit, dass wir hier mal was anstellen. Richtig, und jetzt sieht Renekliss richtig, richtig gut aus. Vor allem, wenn er jetzt hier weiterhin schläft, dann sieht er perfekt aus. Okay, er schläft nicht, er geht auf Besuch. Pff, ja, das egal. War so ein digger Missplay, what? Stone Age wäre immer sein Play gewesen. Weil jetzt hat er nicht genug Chip-Damage, um Renekliss noch irgendwie Schaden anzufügen. Und auf Infernape recovern wir safe. Warte mal. Wir haben U-Turn-Damage schon gesehen. Ich weiß nicht, ob der banned ist. Und ich will auch nicht. Ja, warte. Also, U-Turn hat gemacht auf unser Dingens. Auf Nougat Bits hat es 11,8% gemacht. Das ist nicht banned. Der ist halt weniger als banned. 12, noch was und ist Minimum. Ja, recover, let's go. Ja. Ich frag mich, was das für ein Set ist. Flabbits, okay. Ja, egal. So, wollen wir einfach weiter recovern, damit wir dann am Ende. Ja, natürlich. Natürlich, wir gewinnen jetzt hier mit Runeclass. Ja. Ich sehe ihn gerade nichts dagegen machen. Das ist over für ihn. Ja, wir kommen meinen auf jeden Fall auf Magneton. Ja, finde ich auch. T-Bolt passt. Boah, Specs. Und jetzt sind, das ist halt richtig Specs, Alter. Ein Crit wäre jetzt hier das einzige Problem. Warte mal, ich möchte einfach nur so viel haben, damit wir das jetzt mit einem Psyshock rausnehmen, das Magneton. So viel K-Mines möchte ich mir jetzt noch abholen. Meinst du? Aber kill Psyshock hier nicht sogar? Psyshock macht bei plus 2 45 Min. Okay. Wir könnten auch wollen einfach zweimal Psyshock und dann ist es auch weg. Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal recovern. Ja. Oh Mann. Ich habe echt gerade Angst vor dem Crit, Mann. Ja, Mann, bitte critte uns nicht weg. Psyshock, let's go. Ja. Weil wenn er uns nicht crittet, dann haben wir gewonnen. Aber das ist halt jetzt das Problem. Madu schreibt, dass, also der Gegner schreibt, dass der Lati-Speed-Teil gemattert hat, beziehungsweise ihn das Match gekostet hat. Aber der ist halt Fist-Def, das ist halt die Sache. Ja, das war halt am Damage einfach zu sehen, so. Wir waren live up und der ist Fist-Def. So, nochmal Recover, ne? Müssen wir machen. Ja, ja. Und selbst wenn er uns hier crittet, dann ist das so. Wir haben dann ja dadurch nicht direkt verloren. Wäre halt nur sehr, sehr unfortunate. Also sehr, sehr unglücklich, um nicht immer hier die Anglizismen zu verwenden. Das Primarina sieht dann ätzend aus. Sehr nervig aus, das stimmt. Die Sache ist, selbst wenn er Lati noch hätte, was hätte er das gemacht gegen Rune? Gegen Runeclass macht er halt nichts. Ja. Er kann halt wirklich nur mit Crits jetzt gerade noch gewinnen. Ja, sehe ich auch so. Das ist auch sein Wincon, das ist auch eine durchaus nachvollziehbar Wincon, also dafür würde ich jetzt auch gehen. Wenn ich jetzt dann noch die Chance habe, muss er es halt so spielen. Aber er gibt auf, okay. Ja. GG. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr zittern und wir haben nur 7 Punkte bekommen. Mann, ey. Wie viel brauchen wir noch bis in die Top 500? Wenn wir ein Match machen, wir könnten mit dem nächsten Match in die Top 500 kommen. Ich würde sagen, let's go. Wir versuchen es, oder? Ja. Wir brauchen noch 19 okay. Punkte. Warte. Pashoberry auf Rhyperior, ja, nein. Ja, ah, ist schon drauf. Finde ich schon gut. Also machen wir. Ist auch gut gegen Starmie, okay. Wie gesagt. Dann, let's go. Es ist hoffentlich das allerletzte Match im Yu-Yu, was uns hoffentlich genügend Punkte gibt, sodass wir in die Top 500 kommen. Ich hab genug. Warte, wir schauen uns einfach gleich den Punktestand vom Gegner an und sonst machen wir zwei Matches gleichzeitig. Das könnten wir machen. Könnten wir schauen. Können wir schauen. Aber ich würde sagen, hier gibt's einen Cut, weil ein Gegner auf sich warten lässt. Bis gleich. Da sind wir. Wir haben den Gegner gefunden. Sharpedo. Wir schauen uns erstmal jetzt den Rank vom Gegner an. Ob wir eine Chance haben, in die Top 500 durch diesen Kampf zu kommen. Aber ich glaube, das wird auch sowieso ein etwas zügiger Kampf. Okay, der wird uns wahrscheinlich nicht genügend Punkte geben. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem den Kampf jetzt erstmal normal durch. Okay. Außer es dauert zu lange. Dann machen wir den zweiten Kampf. Okay. Das Gute ist, wir kriegen einen Free Kill mit Magneton und Amoongus. Das ist immer ganz cool.
Rapier finde ich auch tatsächlich ziemlich cool gegen das Team. Auch gegen Tohido ist eben noch ganz nice durch die Pasho Berry, ja, wenn man es nicht flincht. Und die Rocks, die kriegen wir halt raus, ohne Probleme. Ich wäre tatsächlich für ein Altaria-Lead. Weil wenn er mit Shirox leadet, gehen wir mit einem Mungus, Trapmin und boah, Altaria ist doch wieder so stark. Ey, Altaria ist, ja, hat so ein nices Typing, ey. Bestes Typing ever. Deswegen, ich mag das Team sehr. Wir hatten ja auch ein Team, was ein bisschen anders war, eine verbesserte Version so gesehen. Aber ich persönlich mag dieses Team tatsächlich ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube, es hat halt mehr Antworten. Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen mehr, weiß nicht, es ist einfacher zu spielen. Also, du leadest fast immer mit Altaria und dann pivotst du einfach durch alles durch. Richtig. So, er leadet tatsächlich mit Mantine, okay? Der kann uns toxicen, das heißt, ich wäre hier für Reuniclus. Ja. Er hat natürlich Crocodile, deswegen bringt es jetzt hier auch nichts, in Magneton zu gehen. Er geht tatsächlich direkt in Scissor raus. Interessanter Play. Wir gehen einfach auf Amoongus, ja, nichts anderes. Alter, der will sich so trappen lassen, Mann. Ah, das ist so lustig. Ich mag sowas. Okay, HP 5. Ich mag sowas. Free Kills und einfach den broken Spielmechanik mit Pokémon ausnutzen. Einfach weg damit. So, ein Psychic-Check ist schon mal weg. Jo, das ist schon mal sehr, sehr nice. Jetzt fehlt nur noch dieses Crocodile und dann. Das Rapido. Ja, Rapido ist natürlich auch noch da. Hast recht. Da hast du durchaus recht. So, Crocodile. Könnten eigentlich auch straight in Altaria gehen. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich ohne Probleme in Altaria gehen. Er geht auf Rocks. Oh, wahrscheinlich Death Defensive Plops, oder. Defoggen. Weiß ich nicht. Ja, Defog, let's go. Mega. Let's go. Ich mag Artikel also, 13. Ich auch. Was? Das hallo, ich mag Artikel 13. Ja, das hat er in die im Chat geschrieben. Interessant. Er hat uns jetzt hier gut getauntet, aber ich wäre trotzdem hier für Return, ne? Ja. Den finde ich lecker. Und jetzt kein wirklichen Drawback, ne? Warum heißt das Reuniclus nicht Glibber? Ey, das ist eine gute Frage. Was haben wir falsch gemacht in unserem Leben? Alter, der Crit, Mann, der Crit. So, wir können hier eigentlich in Amoongus gerade gehen oder. Ich weiß nicht. Ich wäre hier für Amoongus tatsächlich, weil er wahrscheinlich wishen wird, dann können wir Spore drücken. Ja, Amoongus, das ist auch eigentlich ganz decent gegen sein ganzes Team, also. Ja. Und irgendwas zu spawnen ist ganz nice. Er geht in Nape, okay, macht er gut. Wir gehen in den Altar, ja. Ich würde wieder in. Nee, der wird doch U-Turn einfach, oder? Ja, wir können auch in Rhyperia gehen. Ja, guck mal, wenn wir dann jetzt Rhyperia gehen, dann. Hä? Wieso hat er wieder für G-Berry? Ich dachte, ich hätte Pesho eingestellt. Oder warst du in einem anderen Team? Lol. Ich glaube, das ist sehr verwirrt. Hast du ein falsches Team? Ich habe, glaube ich, ich habe ein falsches Team ausgewählt. Ja, egal. Oh man, Present AP. Aber ist okay. Wir gehen trotzdem Lugard Blitz. Ja, für G-Berry ist aber auch nicht schlecht. Ey, der Flare Blitz ist okay. Ist das Choice? Oh, ich weiß nicht. Jetzt können wir die Plops legen. Definitiv, weil ich denke mal, Close Combat wird uns sowieso auf der Range noch nicht killen. Und ja, Plops sind gerade richtig, richtig gut. Plops? Die 100 Plops. Ah, ich finde das so toll. Okay, jetzt können wir wieder tanken Amoongus gehen. Warte mal, tanken wir nicht sogar einen EQ? Ach, dann machen wir ja nix zurück. Ja, ja. Ja, auch die Fidgety Berry hier, also. An sich, Nougat Bits ist auch nicht so wichtig, weil wir jetzt keine Fidgety Berry mehr haben. Keine Pasho. Also EQ sagst du für Chip? Ja, nehmen wir den Chip mit. Nein! Ja, ist okay. Meine Fidgety Berry! Aber wir haben ordentlich einen Chip bekommen. Leftovers. Den Chip nehmen wir. So, das. Okay, Leftovers sind nervig. Ja, Altaria ist halt jetzt die Frage. Wollen wir den reinwechseln oder nicht? Meinst du, der geht in Mantine? Nee, ne? Nee, wieso? Also selbst wenn. Ach, gehen wir in Cornflakes. Das. Hä, wie in Cornflakes? Die Sache ist, wir können jetzt ohne Probleme auf. Ja, wobei, wir können Return, nicht Return. Dafür, sagst du? Ja. Der wird entweder Torn oder auswechseln. Ja, ja, hast recht, weil ich dachte, vielleicht müssen wir roosten, aber nee. Tschüss, geht Krokodil. Tatsächlich auf Torn. Perfekt. Und damit sind wir in einer sehr, sehr guten Lage. Fehlt nur noch Rapido, wenn wir den weghauen, Alter. Wir müssen nur unser Altaria-Healthy halten und dann sollte das eigentlich. Sylveon ist das letzte Problem. I am okay, Rapido kommt jetzt auch gerade rein. Gefährlich ist Mon. Sehr, sehr gefährlich. wollen wir den Chip. Ach Gott, das ist jetzt. Das macht er gut, ja. Weil jetzt macht entweder nimmt der Chip und wir verlieren dann gegen. Ja, verlieren wir gegen Nape? Nee, ne? Wenn wir den weghauen, nee. Dann verliert er eigentlich komplett gegen Reuniclus. Also wir könnten Return einfach. Killt er uns nicht mit Eisfang in der Mega? Wir sind Fistef. Warte mal. Altaria. Ich bin jetzt auf Return gegangen. Er ist auf Sub gegangen, Alter. Sub? Was? Wir müssen weiter Return. Wir haben keinen anderen Play. Wir müssen auf Return gehen. Sub-Rapido, das ist ein interessantes Set. Eisfang macht 50,9 Max, wenn wir Max Fistef sind. Aber sind wir nicht. Alter.
Ja, wir sind nicht ganz Max Fistef. Aber es wird dann trotzdem noch eine solide Roll wahrscheinlich für uns sein, je nachdem. Ja. So ist aber es. Hast du mit Adamant gekalkt? Wer spielt denn Jolly? Ja, deswegen hast du mit Adamant gekalkt. Nee, jetzt hab ich mit Adamant. Okay, die Roll ist doch in seinem Favor. Aber guck mal, wenn er Sub hat, dann muss er auch Protect haben, okay? Also, wobei. Er hat Sub. Was hat er noch? Wir return jetzt trotzdem. Ja. Wir haben ja keinen anderen Play. Er geht in die Mega, geht auf Eisfang. Er kennt uns nicht, kein Freeze. Das ist Jolly. Okay, gut. Ha, Leute. Nee, er könnte auch Adamant sein. Wir haben eine gute Roll bekommen. Dann haben wir eine richtig GG. Gute Roll bekommen. Huh, das war auf jeden Fall wichtig. Wir sind nicht in den Top 500, aber mit dem nächsten Match wären wir es sehr wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen jetzt gewinnen. Ja. Okay, Leute. Wieder keine Petrol Berry, ist aber egal. Okay, der hat auch einen Jack-Button plus Magneton. So, warte kurz. Ich muss einmal nur mal aktualisieren. Wieder Jack-Button plus Magneton, okay. Also der Gegner. Mhm. Lati ist super stark gegen den. Wo hat der Eject-Button? Elemomola. Ach, das stimmt, das kann man so auch spielen. Mhm. Was machen wir denn hier, ist die Frage. Wieder keine Paschopera, Alter. Ich wähle das nächste Mal als Demos. Ja, aber das ist jetzt gegen das Team nicht so wichtig. Oh, Magneton ist auch solid, finde ich. Gegen den. Ja, da hast du durchaus recht. Memo ist ein kleines Problem. Ja, klar, immer. Was machen wir am besten? Irgendwas. Ich wäre tatsächlich für Rhyperia. Ich finde Rhyperia auch gut, einfach wegen Mamute, ne? Und ja, auch Mamute und Mega Bibor, ja. Das kommt damit ganz gut klar. Und die anderen Mons haben wir Switch-Ins, aber ja. In das Gute, Mega Bibor, ja? Das Gute ist auch, dass wir damit seinen Mola reinforcen und den Jack-Button aufessen. Die Sache ist auch gerade, dass Fidgeberry hier viel, viel besser ist in dem Matchup ja. Als Pashoberry. Ja, das stimmt. Ist halt wirklich wichtig, weil Rhyperia wird hier gerade ein sehr wichtiges Mon sein, um eben Marmortel und Mega Bibor ein bisschen zu checken. Mhm. Ah, wird ein schwerer Kampf und es ist halt die Frage, ob er uns genügend Punkte gibt, weil er hat 1306. Ich hoffe, er gibt uns genügend Punkte, Alter, wenn er uns nur 5 Punkte oder so gibt, ne? Weil, warte mal. Nee, also der muss auf jeden Fall mehr als der 1200 da geben. Hoffentlich. Wir brauchen nur 10 Punkte. Wir brauchen 10 Punkte. Ja, 10 Punkte, Alter, 10 Punkte. Ist das möglich in diesem Kampf? Wir müssen dafür aber erstmal gewinnen. Ob das möglich ist, ist halt die Frage. Okay. Ja, ich würde sagen, wir cutten einfach mal, weil der Gegner Jahre braucht, bis er irgendwas macht. Bis gleich. Alter, 15 Sekunden. Wir haben es gleich, komm schon. Komm schon, bitte lass mich hier gehen. Das, bitte. 10 Sekunden. Bitte, nein. 10. Das sind 2 Punkte oder so. 8. 5. 5. 4. Komm schon. 2. 2. 1. Der Gegner ist getimeoutet und 1015. Warte, sind wir in der Ladder? Ja. Hat es gereicht? Juju, direkt nachschauen, 1075. Alter, ist mir sowas von egal, dass wir jetzt einen Timeout am Ende hatten. So, wo ist Geschenken Glibber? Bitte, nein! Der Account ist nicht drin. Wir müssen nochmal machen. Einen Punkt! Ein Punkt! Das kannst du nicht erzählen. Geschenken Glibber ist nicht drin. Wir müssen nochmal einen Kampf machen. Ein Punkt. Ist das dein Ernst? Genau, ein Punkt. Weißt du? Ein Punkt. Okay. Jeder gefunden. Er muss uns nur genügend Punkte geben. Ein Punkt reicht. Und wir haben dann die Top 500 erreicht. Mal gucken. Ey, das erste Mal, dass Lati mit EQ was machen kann. Alter, sagst du, Lati ist echt gut gegen das Team. Aber ich möchte nicht damit leaden, ne. Nein, wollte ich auch gerade sagen. Ich wäre für ein Altaria-Lead. Same. Dann let's go. Dealt halt mit Gvantula, dealt mit Tod. Super sweet. Ja, und wir return einfach. Yeah. Können danach defogen oder so. Passt so ziemlich. Hier direkt auf Don. Ja gut, solange er uns nicht parat. Guter Witz. Alter, ich habe letztens Uber gespielt, ne? Und ja. Da hatte ich einen Kyogre. Und ja. Der Gegner hatte einen Kyogre mit Donner. Und ja. Der Dude denkt sich so, ich drück zweimal Donner und Paraglibber einfach mal. Zweimal? Alter. Zweimal. Zweimal gefahren. Was machen wir jetzt? Er wird uns jetzt Sticky Webben. Er wird halt Sticky Webben. Wollen wir defoggen oder auf Return? Ja, defog, das bringt's. Nein. Return, what the fuck? Ja, keine Ahnung, seinen Sticky Web predicten. Und dann. Ach, geh doch nach Hause, Mann. Ein doofes Aggron. Doofe Para, meine ich. Okay. Doofa, Junge. Richtig. Ich wäre für. Ich überlege gerade. Rhyperia, Fruit Loops, vielleicht um zu trappen, oder Honeyweed. Okay, was macht. Drei Optionen. Legit, was macht Magneton? Wir können eigentlich jetzt Fruit Loop gehen, die Jackbutton auffressen und dann hoffen, dass er einfach keine EQ hat. Und mit Magneton den free hitten. Ja, finde ich tatsächlich ganz gut. Er geht auf Rocks, okay. Sind wir schneller? Wir spawnen. Wir spawnen safe. Sind wir schneller? Das wäre so cool. Aber ich glaub's nicht. Ja, ist egal. Selbst wenn wir langsamer sind. Ja, was? Er drückt nochmal Rocks?
Der Gegner weiß auf jeden Fall Bescheid. Und er hat wahrscheinlich missklickt oder so, keine Ahnung. Ich wäre hier für Atri Fire einfach safe. Warte, sein Azef ist offensiv! Oh, Ehrenmann! Alter Profi. Ja, wen auf HP Fire, falls aus irgendeinem Grund ein Galvantula geht. Ich will ihm nicht die Möglichkeit geben, nochmal Chips zu bekommen. Okay, bleibt einfach drin. Wait. Ist okay, wir chippen den an. Was ist denn? Das Azef ist jetzt. Okay. Der Dude ist offensiv. Das Azef. Ja. Wir dürfen unseren Magneto nicht abwerfen. Weil, ja, wir jetzt stell dir mal vor, der ist Nasty Plot, Psychium Z. Alter, der tötet einfach alles. Ja. Ist so. Ja, ich würde sagen, hin paar Fire. Ja, ne? Einfach bis der aufwacht und dann. Genau. Die Sache Pokémon ist eigentlich, besiegt. Sollte glaube ich auch Rhyniclis ein plus 2 Hit von Dingen zu erleben, von Azef. Schon, aber Azef ist schon ziemlich heftig. Ja, das stimmt natürlich. Ja, weiter HP Fire, let's go. Ja. Alter, dass er einfach Aggron so wegwirft, finde ich schon eigentlich ganz cool. Vor allem gegen so ein Psychic Spam Team. Ja, ist schon eine nice Sache. Head was? Smash? Head doch nach Hause, Smash? Alter. Das ist doch kein Move. Spawnen wir hier wieder, ja, ne? Nee. Wir warten, wir lassen einfach den angreifen und dann gehen wir in Magneto und trappen den. Sagst du? Ja, wir können ja später spawnen. Ich möchte nicht, dass der einen Sleepfodder hat. Ja, okay. Alter, macht einfach richtig Schaden, Mann. Der Junge, ach ja, wir haben jetzt das aktiviert, gehen in den Magneto und drücken Voltwechsel. Tschüss, Aggron. War nett mit dir, Aggron. Tschüss. Und dann wäre ich eigentlich, Halmumus können wir nicht gehen wegen Mammo, ich wäre für Nougat-Bits. Ich wäre für Nougat-Bits, ja. Dann, weil Mantine, wenn Mantine reinkommt, Bro. Ja, Mantine ist kein Ding. Ja, eben, das macht nichts. Galvantula. Ja, Energy Ball, der wird halt Safe Energy Ball drücken. Wir gehen entweder in Galvantula oder in Altaria. Ich sage Galvantula und dann Altaria, weil dann kriegen wir nochmal Regenerator. Oder direkt Altaria, um zu defoggen. Ja, das geht auch. Ich wäre nämlich dafür, die Rocks wegzubekommen. Auf Energy Ball passt. Oder halt Ruhrort drücken jetzt. Erstmal Ruhrort vielleicht. Ich finde Ruhrort gut, ja. Natürlich, das Mammo ist ein Problem, aber ja. Ah, genau, Mammo ist krass. Der Junge ist richtig krass unterwegs. Ist krass, ja. Ist krass, ne? Ist krass. Ah, Mann, das ist problematisch. Oh Mann, ich möchte eigentlich Magneton gehen, aber gleichzeitig auch nicht. Nee, können wir nicht machen. Wir müssen irgendwas können wir einfach nicht machen. Ja, müssen wir. Ich wäre fast für Latias. Oh, Latias ist aber so gut. Das ist schon nice, aber andererseits hat er Alola Mag, ne? Latias ist so gut. Ja, mit EQ, ich weiß. Ach, Mann. Okay, was macht Honeyweed? Ah, ist halt Honeyweed, ne? Der Junge ist ein Tank von Memo-Hits. Der Lati-Fanboy gegen den Honeyweed-Fanboy. Ja, wir gehen in Reuniclus, let's go. Okay. Also, Crash, oh, nochmal ein Crit hinterher, ne? Ist kein Life-Off. Ist das Band? Nee, ne? Band? Memo-Swine? Das würde 40 machen ohne Band? Ohne Crit? Icicle Flash macht mit einem Icicle Flash, der gute Name. Na klar. Der muss Life-Off sein. Warte mal, hä, der ist kein Life-Off. Muscle Band. Warte mal. Was, der muss irgendein Damage-Boosting-Item sein, weil Eistafel. Crit ohne Damage-Boosting-Item macht maximal 55. Er könnte Choice Band mit Jolly Wesen sein. Wir gehen jetzt in den Magneton. Sagst du, das macht doch viel zu viel Schaden, so ein Choice Bandit-Dingens. Was machen wir dann? Du hast recht. dann sacken wir den. Wir sacken den. Ja, wir müssen sacken, den Jungen. Ja. Und jetzt können wir Lati gehen und das Mag einfach rausnehmen. Ja, wollen wir nicht erstmal Draco und dann logisch, EQ? logisch. Okay, okay. Wollte ich sagen. Okay, Mag kommt, easy. Oh EQ nein, kill, ne? Ein Mag. Was sollen wir nur tun? Ich hab ganz kurz überlegt, Alter. Der meint das bestimmt ernst, wie, oh nein. Was? Der lebt das? Der lebt das, ist ein Profi. Pursuit? Ah, Warline. Das leben wir! Bad Suit! Ist ja die Frage, könnte jetzt ein Dingens kommen, ne? Ach. Machen wir jetzt nicht diesen. Warte, wieso hast du das gemacht? Ich wollte auf Recover gehen. Ja, was ist, dann hätte er nochmal genockt? Hätte er genockt oder so? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay. Present. Was machen wir jetzt gegen Azef? Rhyperia. Okay, wieso? Na, was soll denn der machen? Alles? Energy Ball? Meinst du, der hat Energy Ball auf dem Nasty Plot Set? Also, ich würde ja, wenn ich Nasty Plot spiele, Psyshock. Und selbst wenn, plus 2, sie Psyche killt uns. Hoffentlich ist er nicht das Z-Move-Set. Das wäre so ein Ehrenmann-Move, ich liebe dieses Set. Er hat keinen Grund, jetzt hier nicht auf Nasty Plot zu gehen, eigentlich, oder? Wollen wir drinbleiben, meinst du? Ich wäre eigentlich für Draco. Warte mal, was machen wir denn gegen Mammoswine? Da haben wir nur noch unser Magneton. Oder wir recovern.
Oder wir... Ja, da hast du recht. Da hast du durchaus recht gerade. Altaria... vielleicht Altaria gehen? Was ist, warum hast du so viel Angst, in Nougatbit zu gehen? Ja, okay. Ja, ich wollte Nougatbit eigentlich gerne von Mermo noch behalten. Aber wobei, Bandit, Ice Hill, Crash tanken wir auch nicht gut. Oh nein! Ach, geh doch weg, oh, Alter. Oh nein! Okay. Wollen wir Rocks drücken? Okay, okay. Oder? Okay, bro. Okay, komm her. Hear me out, okay? Ja. Magneton. Okay, ich mach den Play. Oh mein Gott. Du bist ein Profi. Ich, sagst du Flash Cannon? Present AP. Was machst du denn mit mir? Ich weiß nicht. Flash Cannon? Also, jetzt mal Weird Talk, sein bester Play, wenn der gewinnen möchte, ist Mack. Aber der, ja, Alura Max hacken. Aber der geht doch niemals in Mack, der wird doch bestimmt. Wir gehen nur Flash Cannon, ja, let's go. Ja, lass mal Flash Cannon. Ah, okay, schade. Gut. Egal. Ja, ist egal. Mack ist weg. Kommt noch ein Shadow Sneak vielleicht raus. Ja, kommt noch ein Shadow Sneak, ist okay. Sneaking Tips. Ach, Mann, das wäre ja lustig gewesen, ne? Ja, aber sein Aerosign kommt jetzt nicht raus. Also, alles richtig. Lecker. What? Hey, den Azef. Ist der Choice? Oh, der ist Choiced! Ehrenmann! Jedes Set, was nicht Starfox ist, ist ein Ehrenmann-Move. Okay, wollen wir in Altaria gehen? Let's go! Weißt du, hätte Azef Ice Beam, hätte dieses Game jetzt gewonnen. Wir gehen in Altaria, let's go! Mann, Azef, du hast Ice Beam. Richtig Schaden. Ich wäre für Return. What? Ich wäre hier für Return. Ich weiß nicht, ob uns Roost wirklich was bringt auf Dauer, weil die Full Pass kommen. Ja. Und wenn wir Azef anschippen. Ja. Keine Full Power, okay, gut. Und es killt einfach. Aber es hat so oder so, glaube ich, gekillt, auch ohne Crit, ne? Nein. Meinst du? Ich glaube, Tobitz hätte das gelebt, ja. Ich bin mir sicher, dass Tobitz das gelebt hätte. Er ist doch nur ein Tobitz. Oh! So, Treffer ins Herz. Okay, ja, wir stacken jetzt Altaria, gehen auf Roost oder so, falls er... Oh, Moment. Oh nein! Mach doch nicht diesen, Alter! Das tut weh. Das tut echt weh. Oh mein Gott, das tut so weh. Okay, also wir müssen Lati aufbewahren, ne? Ganz klar. Ja, ja. Und wir müssen jetzt in Lati gehen? Question mark? Ja, dann gehen wir auf Psyshock. Verlieren aber 10% plus 12%, ne? Ja, das stimmt. Das ist nicht geil. Wir könnten auch Magneton gehen. Müssen wir, glaube ich, fast. Und jetzt kommt ein Coinflip, yay! Ja, Flash Cannon. Scheiße. Ich werfe Flash Cannon, das killt Galvantula. Der geht niemals mehr was rein, ne? Wir gehen trotzdem mit Flash Cannon, oder? Ist ich werfe für. Oh, Voltwechsel? Ja, lass mal Volt wechseln. Oh nein! Ich hasse mein Leben! Das kannst du mir nicht sagen! Ach nee, okay. Wieso okay. Hängt er sein bestes Pokémon? Ich verstehe das nicht. Wir gehen Nougat Bits. Ja. Ach, wieso sind wir nicht auf Flash Cannon gegangen? Mann, ey. Ich hasse gerade mein Leben. Wieso war Void Wechsel? Ach, egal. Wir gehen hier in Dingens. Ja, ich stimmt, muss gerade ist hoffen. Ja, es war dumm. Flash Cannon war unser Play. Ja, stimmt schon. Das war ein dummer Move. Aber wären wir auch nicht geburnt gewesen? Jetzt können wir Rocks sehen, dann stirbt das Galvantula. Ja. Oh, Gott perfekt, sei Dank, perfekt, immerhin, perfekt. immerhin. Er ist auf Knockoff gelockt. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt in Amoongus und drücken Gigasauger. Nee, Spore. Nee, Gigasauger. Warte mal. Nee, er wird sein Galvantula hacken. Moment. Scheiße. Scheiße. Also. Ich wäre für Cinnaminis. Wir drücken den Draco. Mhm. Wenn ein Mantine geht, dann recovern wir auf dem. Ah, stimmt. Ja, und Galvantula stirbt. Wir gehen auf Latias. Drücken Draco. Wir haben keinen anderen Play. Recover ist hier ein Choke. Ja. Oh Mann. Das ist so nervig. Oh! Er bleibt drin. Was? Es killt nicht, aber... Er kann jetzt auch nicht mehr rauswechseln und Knockoff killt nicht Amoongus. Und Mermus Fein stirbt an Rocks. Ja, genau. Amoongus? Wir drücken einfach Gigasauger. Warte mal. Was denn? Spore. Nee, wir drücken Spore. Ja, ich würde spawnen. Genau. Okay, auch gut. Passt. Wir drücken hier Gigasauger. Ohne Probleme. Jetzt könnten wir auch in
Ne, Magneton können wir nicht gehen, weil wenn er drin bleibt, zwei, das Leap-Turn bringt nichts. Gigasauger, müssen wir drücken. Okay. Ja, weil wenn er jetzt in Mantine geht und defoggt, dann ja, leben seine Pokémon wieder. Das war halt mein Gedankengang so. Ja, aber dann hat er auch kein Sticky-Web mehr und dann gewinnt doch Magneton, Scarf. Auch wahr. Okay, gehen wir jetzt straight Magneton? Nee, ne? Und Mermo schläft sowieso doch noch. Das heißt, wir haben auch kein doofes 50-50. Ja, stimmt schon. Was machen wir? Magneton, Voltwechsel. Okay. Oder Flash Cannon. Aha, das wird schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Also. Ich glaube, wir gehen einfach Moongus. Oder? Sagst du? Oh. Ich glaube ja auch. Ich glaube auch, dass es unser Play ist. Okay. Okay. Nein. Need of Scald, okay. Aber er hat immer noch kein Sleep. Okay, wir gehen hier auf jeden Fall auf Gigasauger, oder? Ja. Ah, sehr gut. Es zeigt sein Memo! Ha, Gott sei Dank. Okay, das ist okay. Jetzt gewonnen. Yep, ja, das ist ziemlich, ne? T-Bolt geht durch. Ja, ja. Oh mein Gott, war das nervig, dieses Match noch. Oh, war okay, Hyper Fire, weg damit. Ja. Und dann auch kein Choke mehr, wir Second Fruit Loops dann und dann gehen wir in. Alter, wir haben's geschafft! Alter, Benny! Wir haben's geschafft! Nach unzähligen Parts. Ich glaube, wir hängen an diesem, an der Yu-Yu-Ladder 10, 15 Parts oder so. Ja, das war insane. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben im Leben. Ich weiß es auch nicht, aber wir haben es endlich geschafft. Yu-Yu ist hin. Wir haben es hinbekommen. Warte, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich guck gerade in der Ladder. 412. 412 mit 1025 Punkten. Eine GXE von 81. Das geht auf jeden Fall. Ja, das geht vollkommen. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Schaut beim lieben Glaber vorbei. Link zu seinem neuen Kanal ist in der Videobeschreibung. Ja, Yonago. Yonago. Sehr schön. Sehr schön. Ja, habe ich Glaber gesagt? Ja, du hast Glaber gesagt, aber ist okay. Oh, okay. Ich bin doof. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh.